Meine Damen und Herren, willkommen zum Hauptkampf des heutigen Abends. Schwergewicht, angesetzt auf 6 Runden und ich rufe in den Ring den Kämpfer aus Halifax, England. Meine Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, welcome to Hamburg, Josh Smoking Sandlin! Josh Smoking Sandlands. Und nun kommen wir zu seinem Gegner. Es ist der erste Kampf nach seiner schweren Verletzung. Und wir sind gespannt, wie er sich im Ring präsentieren wird. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen dem Kämpfer in der roten Ecke aus Kuba. Wohnhaft in Hamburg, José La Pantera Ángel Larruez. Bienvenidos, José La Pantera, Ángel Larruez. Wir kommen zu den Offiziellen des heutigen Abends. Punktrichter für diesen Kampf werden sein Andreas Schweiger, Marco Morales und Diana Milani aus Deutschland. Genauso wie der Mann im Ring, der Referee. Ebenfalls aus Deutschland, Timo Habichhorst. Supervisor BDB, Supervisor für den heutigen Abend Beate Pöske. Unsere Ringärzte Dr. Konstantin Reinke und Dr. Ole Dankwart. Die Zeitnehmer Caroline Pütz und Martin Janke. Und der Mann, der sich schon den ganzen Abend durch den Ring begleitet, durch die Kämpfe begleitet, einer der bekanntesten, wenn nicht die bekannteste Boxstimme Deutschlands, Madison Square Garden, MGM Grand, Caesars Palace, unendliche Male, viele Weltmeisterschaftskämpfe und heute Abend hier, wir freuen uns wieder sehr, dass er da ist, Matthias The Voice Preuß. Und nun kommen wir zum Kämpfer, meine Damen und Herren, and it's time to fight! In der blauen Ecke, er ist 28 Jahre alt, 104,5 Kilogramm schwer, 1,80 Meter groß. Seine Kampfbilanz als Profi, 8 Kämpfe, 5 Siege, ein Unentschieden. Er ist in England unter den Top 15 gerankt, der besten Boxer Englands in seiner Gewichtsklasse. Und er ist unter den Top 100 der Weltrangliste. In seiner Ecke, seine Trainer Chris Aston und mit Halliwell. Meine Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, from Halifax, England, welcome Josh Smoker Sandland! Und nun der Kämpfer in der roten Ecke. Er ist 30 Jahre alt, 117 Kilogramm, bei 1,91 Meter Körpergröße. Seine Kampfbilanz als Profi. 2 Kämpfe, 2 Siege, 1 Knockout. Er hat über 280 Amateurkämpfe bestritten, davon über 3/4 siegreich, war karibischer Meister und mehrfacher kubanischer Meister. Seine Ecke, die Ex-Weltmeister Arthur Gregorian und Juan Carlos Gomez. Meine Damen und Herren, aus Kuba, wohnhaft in Hamburg, für Universum Box Promotion, José La Pantera Ángel Larruez. Der Kampf ist angesetzt auf 6 Runden, 6 Rounds of Boxing. Die Kämpfer zur Mitte, the fight is to the center. Und
Richard and I respect that and all the rules. It's always a clean fight. We go about 6 rounds. Okay? Back to our corner and good luck. Meine Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, Boxfans all over the world, die Boxer sind bereit. So let the fight begin! Egal welcher Boxer aus Kuba kommt, er hat erstmal einen riesigen Vorteil, die boxerische Ausbildung. Runde 1, Round Number 1. Was er dann daraus macht, auf einem anderen Blatt Papier. Jose Angela Duet gehört zu den Schwergewichtern mit großem Potenzial, inzwischen 30 Jahre alt, aber muss auch so langsam anfangen, dieses Potenzial auch auszuschöpfen. Heute trifft er auf die Nummer 13 der britischen Boxrec-Rangliste im Schwergewicht Josh Sandland. Nummer 100 in der Boxrec-Weltrangliste von über 1300 Fightern. Und Nummer 13 in England ist schon was, wenn man weiß, wer sich da alles so in der Rangliste tummelt. Also, guter Gradmesser für Laduet. Hat ja eine schwere Verletzung da hinter sich, Laduet, Kniescheibe draußen, Bänder gerissen, Meniskus und so weiter und so fort. Hat er lange gebraucht, bis er sich da wieder berappelt hatte und jetzt will er zeigen, was in ihm steckt. War schon mal eine gute Rechte. Ja, guter Start hier von Laduet in der roten Hose. Und die Rechte an die Schläfer, da geht er runter, schaut ein bisschen glasig. Josh Sandland, ja, nickt, ich mach weiter, komm. Abikorst hat ihn da mal tief in die Augen geschaut und weiter geht's. Nochmal abgefangen von Laduet. Wieder ist er unten. Aber Habikorst war weggerutscht. Und jetzt fällt nochmal. Und es wird angezählt. Ja, braucht euch nicht gar nicht beschweren. War nun mal ein Wirkungstreffer. Schaut dem Habikorst tief in die Augen. Sagt ja, Junge, das macht mir doch nicht. Und nochmal abgetaucht. Jetzt geht der Laduet in die Ecke. Diskutiert er mit seinem Trainer, mit Chris Ashton. Sagt man doch eigentlich gar nichts. Weiß gar nicht, ob man weiß, wo er ist. Laduet, nein, das war jetzt ein bisschen überhastet. Versucht jetzt erstmal sich da durch den Kampf zu klammern. Bumm. Und da schlägt es wieder ein. Und nochmal, oder? Nee, hat er nicht gut getroffen, der Laduet. Macht er jetzt. Schlagwirkung war das nicht. Ja, der ist irgendwie, also irgendwo ist er angeklingelt. Er weiß gar nicht mehr genau, wo er steht. Jetzt geht er wieder runter. Und jetzt denke ich mal, kommt das Handtuch geflogen und der Kampf ist vorbei. Kurz und knackig hat er es gemacht, der José Ángel Laduet. Sein Ziel, unter die ersten 100 Weltrangliste zu kommen. Das hat er jetzt vielleicht erstmal erreicht. Ja, und der Josh Sandland. Das war schon ein bisschen enttäuschend, was hier gezeigt hat. Da ist er direkt auch kalt erwischt worden. Kam dann hoch und dann hatte ich den Eindruck, der weiß gar nicht mehr, wo er war. Immer wieder musste er dann zu Boden gehen und sein Trainer sagt, ja Freundchen, was hast du denn da fabriziert? 28 Jahre aus Halifax. Nummer 13 in Britannien, ich habe es gesagt, Nummer 1 ist dort Tyson Fury, dann Anthony Joshua, Dillian White, Chisora, Joe Joyce, Daniel Dubois, das sind alles Kanten. Und da ist er ganz, ganz weit weg. Und heute sowieso und dieser Laduet, der hat gezeigt, was der Hake ist. Also Knie hat gehalten, er hat gut geboxt, hat sein Ziel erreicht, dass es so schnell geht, damit hat natürlich keiner gerechnet. Und wenn man die englischen Boxer kennt, dann weiß man, dass das alles harte Hautdegen sind, aber da liegt er jetzt, versucht er auf die Beine zu kommen. Der war angeklingelt. Ja. Nimmt hier Bums dann nochmal diese knallharte rechte Laduet. Der macht das hier
ohne großen Schnickschnack. Haut einfach zu, hat ausgenutzt, dass die Deckung gar nicht mehr oben war. Und wumsi wums. War die Kiste gelaufen, da kommt das Handtuch von Chris Aston und McAllivell, die in deiner Ecke da arbeiten. Es ist Käppchen vorbei für Josh Sandlin. Was geht denn nochmal zu Abikos diskutiert? Weiß nicht, was es da zu diskutieren geht. Fünfmal war er am Boden. Bisschen viel so in einer Runde. Ja, und der Laduet, da müssen wir mal gespannt sein, wie es mit ihm weitergeht. Das war ja schon mal ein guter Auftakt nach seiner Verletzung. Meine Damen und Herren, willkommen zur Urteilsverkündung. Und das Urteil. Sieger durch technischen K.O. durch Aufgabe nach 3 Minuten in der ersten Runde. Und damit wieder back in the ring. José La Pantera Ángel Laruet.